Wer derzeit zum Shoppen in der Frankfurter Galeria Kaufhof an der Hauptwache vorbeischaut, wird bei dem einen oder anderen Anblick sicherlich ins Staunen geraten. Tiere, Uhren und am Donnerstagabend auch außergewöhnliche Outfits, gefertigt aus verschiedensten Kochutensilien, sorgen für allerlei Aufsehen. Hintergrund des Ganzen: asiatische Künstler hatten im Auftrag des Premium-Kochgeschirrherstellers Fissler ihrer Kreativität einfach mal freien Lauf gelassen und präsentierten exklusive Kunstobjekte aus Küchenhelfern und, ja genau, Kochgeschirr. Ein Marketing-Gag der etwas anderen Art. Kochen ist für uns immer mit Kreativität verbunden und wir haben einfach mal versucht zu zeigen, wie kreativ man mit Kochgeschirr sein kann, wenn man das Kochgeschirr aus dem eigentlichen Kontext heraus sieht. Ein besonderes Highlight der Ausstellung waren aufsehenerregende Kleider, die erstmals im Rahmen einer exklusiven Fashion-Show von Topmodels präsentiert wurden. Also so eine Inszenierung, wie wir es hier auf der Bühne gemacht haben, habe ich wirklich nicht alle Tage. Ich komme direkt von der Berlin Fashion Week. Da sieht man viel, man produziert auch viele Shows. Aber eine Show zu produzieren mit Couture aus Metall, wie das ja Fissler gemacht hat, das finde ich phänomenal. Für die Fashion-Show der etwas anderen Art konnten zwei der erfolgreichsten deutschen Models, Franziska Knuppe und Eva Pattberg, gewonnen werden. Also als ich gefragt wurde, ob ich hier mitmachen will, fand ich die Idee einfach so außergewöhnlich. Also es klingt natürlich im ersten Moment fast ein bisschen albern, irgendwie Mode aus Kochtöpfen, weil man sich fragt, was haben denn diese beiden Welten miteinander zu tun? Aber ich glaube, für einen Designer zu sagen, ich probier das jetzt mal und lasse mich darauf ein, und auch für uns Models sich darauf einzulassen, ist eine ganz spannende Kombination. Und man kann halt wirklich sagen, dass dabei neue Ideen rausgekommen sind. Und ich glaube, für die Designer war es bestimmt auch ein sehr großer Spaß. High Fashion völlig neu interpretiert. Man darf gespannt sein, welche Kreationen sich die Designer wohl als nächstes einfallen lassen.